So, wunderschön. Es ist morgens 7 Uhr, Sonntag, letzter Tag der Ferien. Hab mittlerweile fast alles konvertiert. Ah, es fehlt jetzt bloß noch 13 Folgen, die konvertiert werden müssen. Nichtsdestotrotz sollte ich heute jetzt mal wieder ein bisschen aufnehmen. Wie angekündigt, heute wieder sekundäre Let's Plays. Also das hier vor allen Dingen das hier. Das da. Ja, angefangen genau hiermit halt, sieht man ja gerade schon am Titel. Danach vielleicht das oder beides, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal hier, wobei jetzt langsam der Bereich kommt, wo man sagen muss, Realism Tactical wird schwerer, definitiv. Weil jetzt kommt ja erstmal die Map, wo wir in der U-Bahn da sind. Wobei ich mir da schon überlegt habe, das mache ich wahrscheinlich alle relativ einfach mit der Plasma Platt. Also das Level kann durchaus ein bisschen kürzer werden. Vielleicht stelle ich mich aber, wobei da kommt jetzt noch ein ganz schöner Rattenschwanz. Kommt ja nach der U-Bahn noch eine ganz. Ja, wird da doch. Okay, seht ihr ja. Ja, von daher. Genau. Oh, das nächste Level. Level 18. Da muss ich dann gucken. Da werden wir dann gleich vielleicht von Anfang an. Da war ja das Problem mit diesen Panzern im Hintergrund, im hinteren Teil der Map denn. Die werden wir dann wahrscheinlich komplett erstmal zerstören, also schiedenerweise wegbeordern. Weil mit den Panzern, das wird natürlich gar nichts, weil wir da so ein Taktik-Modus, klar. Ne? Braucht man sich nichts vormachen, also die Dinger zu bekämpfen, das ist definitiv über meiner Skill-Klasse. Keine Ahnung. Da darf ich gerne mal Herr Zero Master rantrauen, wenn er möchte, aber das ist definitiv nichts für mich, nichts für meine Nerven. Definitiv nicht. Dafür bin ich dann doch schon zu alt. Ja, ansonsten. Level 17, die U-Bahn-Fahrt. Haben wir leider schon. Ach, ich hab beide umgebracht, lol. Nice, gefällt mir. Oh, ich höre etwas, was ich nicht hören möchte. Warum? Warum haben die Halbwertszeiten wie Uran? Ist ja schlimm. So, die Kakodemon kommt zum Glück noch nicht, wie es aussieht. Sehr schön. Hugo Boss. Okay. Normalerweise ändert man ja in Spielen immer ein bisschen den Namen ab. Wie zum Beispiel DOS mit einem S. Hugo DOS. Meinetwegen auch MS-DOS. Würde niemand drauf kommen, welche Firma damit gemeint ist. Beziehungsweise wahrscheinlich doch, nur leider ist es in die falsche Firma. Coca-Cola, hier auch direkt den Namen gelassen. Okay, Open Happiness. Naja, das ist genauso wie bei Windows. Sobald er die Fenster öffnet, gehen die Probleme los. U-Boot-Theorie. Gut, da sind auch wieder noch ein paar. Ich bleib erstmal bei der Shotgun. Schade, die Strecke geht nicht auf. Kommt. Geht doch. So, jetzt kommt einer der Bereiche, wo es mal wieder brenzlig wird. Operation Kakodemon. Oh, scheiße.
Oh, noch Lost Souls. Und Gott, sind die schnell. Was? Oh. Alter, von allen Seiten hier. Was soll ich denn das machen? Komm hier rein? Nein, komm nicht rein. Oh mein Gott. Fuck, ich hab überhaupt nicht gebracht. Bleib weg! Na, kann ich vergessen. Wie war das mit Plasma? Alle 30% Leben, das wird jetzt schon nichts mehr. Gibt's ja Icecrack Lost Souls. Falsche Richtung! Kann sein, dass wir letztens die andere Rolltreppe benutzt haben. Haben wir überhaupt eine Rolltreppe benutzt? Ja, ne? Doch. Glaube schon. Aber was macht der jetzt hier? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich habe tatsächlich erst die Dinger aktiviert. Sehr schön. Wow. Ha, jetzt muss ich mir irgendwas wegen diesen Lost Souls einfallen lassen. Das Problem ist, wir sind verdammt flink und ich krieg den 8-fachen Schaden. Das sind zwei Voraussetzungen, die ich nicht gerne mag. Kann ich die einzeln aktivieren? Nee, ne? Keine Chance, keine Chance. Gott, wie soll das gehen? Gut. Die Kakodemon sind jetzt weg, von daher versuche ich nochmal die Idee. Noch ruhig Blut, Leute. Also der Raum hier ist echt die Rettung schlechthin. Das ist ja. So, jetzt müssen wir die Rolltreppe hier benutzen, auf die nach oben geht. Oh, erstmal anlocken. Ach, vielleicht auch deswegen die Rolltreppe, damit ich wieder schneller hochkomme. Das kann natürlich sein. Wow, 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 wow! Der klang ja gerade nice. Gut, na komm. Nein, Alter. Boah, ein Ding erstmal festgehangen. Das ist natürlich auch nicht die feine Art hier. Kommt jetzt noch mehr oder war es das jetzt schon? Da sind definitiv noch welche, aber die kommen irgendwie nicht. Kann das sein? Ja, da. Hä,
Leider kann man. Leider sind die ganzen Feinde hier noch nicht drin, kann man die. Könnte man die jetzt alle schon. Was zur Hölle? Ja. Ich drücke nicht die Springtaste und selbst wenn, wäre es immer noch legal. Die Frage ist, warum kommt denn hier in die Züge rein? Also, da müssen die echt noch nachbessern. Das wirkt ja jetzt so ultra kacke. Lol, gefällt mir. Ah, okay, normalerweise kommt man auch nicht rein. Das haben wir hier nur bei dem einen Fenster verpatzt. Ja, ist alles gesperrt. Das ist nur das eine Fenster, wo man hier reinkommt. Ah, super. Ja. Okay, also Designfehler in der Map. Das erklärt dann einiges. Ja, hier kommt man überall nicht rein. Ist nur vorne das Fenster. Trotzdem nice. Keiner mehr hier? Ich dachte, hier wäre mehr Gegner. Hatte ich irgendwie so eine Erinnerung. So, wisst ihr was? Wir sind ja hier die Rabauken vom Lande, ne? Wir gehen mal hier schön vorne rein und dann gehen wir einmal quer durch die gesamte U-Bahn und blessen aber alle Fahrgäste. Oh, schön alle Fahrgäste belästigt. Man kann ja von vorne einsteigen. Gut, dann erwarten wir mal, bis die U-Bahn losfährt, ne? Wollen wir uns noch schön hinsetzen hier. Mhm. Was fährt die denn los, ne? Oh, schönes Leben. Laut Fahrplan müsste sie nicht vor 2 Minuten losgefahren sein, ne? Aber irgendwie kommt sie nicht. Also fährt sie nicht los hier. Ich guck mal draußen, was los ist. Vielleicht, man weiß ja nicht. Ne, ist gar nichts los. Verstehe ich nicht. Anzeigen sind auch alle. Gar nicht dran, ne? Na gut, ich gehe nochmal rein und... Ach, schau mal an, wie fährt er doch los? Okay. Nice. Ja gut, ich meine, komm, die haben ein Fenster falsch programmiert, falsch designt. Kann man ja mal durchgehen lassen. Nein! Immer die gleiche Scheiße mit den Türen. Genau das ist uns doch auch schon letztens passiert, dass die Tür gerade dazu gegangen ist, wenn es für uns am ungünstigsten war. Ja, schon mal schön hier Munition einsammeln. Kann nicht schaden. Wir werden sie noch brauchen, wahrscheinlich irgendwann mal in 3 Jahren. So, das ist immer 30er. Oh, perfekt. Das war schon mal gar nicht so schlecht, ja. So, hier kommen jetzt ein paar stärkere Gegner. Gut, das war's. Nein, schieß doch! Wieso schießt meine Waffe nicht? Mal ach ja, hier sind auch noch draußen Kakodemon. Oh, ich will nicht mehr. Also jetzt würde ich doch gerne aus dem Fenster raus können. Found it! Boah, Alter, diese Kakodemon, die gingen jetzt schon auf den Sack. Komm, wo bist du? Kakodemon, ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist. Alter, die Dinger bringen mich noch um. Thank you.
Naja, Klappe. Kannst du bitte mal? Nervt mich nicht. Ich hör ihn. Ach, da ist er ja! Der war die ganze Zeit hinter mir. Komm her! Oh, Alter, ist das scheiße! Wann kommt eigentlich die nächste Station? Wie lange fährt denn die U-Bahn hier? Oh, jetzt komm. So. Oh, noch wieder hier. Doch hier. Das wirst du ja schon wieder in den Weg stellen. Alles, was ich will, sind die Kakodiemen. Wo sind die? Ah gut, jetzt hab ich jetzt schon mal alle Gegner besiegt. Kann ich hier also auch schon mal rein. Hallo? Bin mal bescheuert? Hä? Diese Fischer? Gibt's doch gar nicht. Schwimmen jetzt hier irgendwo übers Dach rum oder was? Ah, super. Kann ja alter werden, ne? Geh doch mal zu. Wow. Also irgendwie hatte ich mir die Gegner in den Wagen auch schwerer vorgestellt. Und wo sind diese scheiß Kakodiemen? Also langsam, ne? Gehen die mir echt auf den Sack. Danke. Die wollen mich verarschen, die machen mich jetzt gaga hier. Und die wissen genau, dass sie das machen. Ach ja, Mann, Alter. Ich vergesse immer wieder, dass hier diese ganzen großen Packs gegen diese kleinen Dinge ausgetauscht wurden. Super. Wir werden also munitionstechnisch ganz schöne Knappheiten haben. Ja. Shotgun-Shells haben wir schon quasi alle aufgebraucht. Also jetzt in der Zukunft, wie wir das hier verwenden. Ach so, ja, siehst du, macht sich bei den Gegnern sowieso besser. Die jetzt kommen, sind ja diese roten Riesen. Da hinten! Ja, leck mich doch am Arsch! Alle beiden sind da hinten! Was? Jetzt kommt es! Fuck! Vergiss es, Junge! Mädchen! So viel zu dem Thema hier. Warum sind die alle da hinten gewesen? Hat es ja noch nie gehabt. Warum fliegen die vor dem Zug? Wollen die uns den Weg frei machen oder was? Ist ja sehr löblich von denen.
Okay, jetzt ist das Fenster hier heile. Hey, wo ist der Revenant? Na gut, kümmern wir uns erstmal um die anderen. Ja, hab ich jetzt gerade beide umgebracht? Leute, ich habe schon alle umgebracht. Wo ist denn der Webber? Ach, der Webber wurde auch umgebracht. Okay, und ich habe echt beide umgebracht mit einem Schuss. Nice, gefällt mir. Das nennt man effiziente Handhabung der. Achso, bin ich sowieso voll. Das nennt man effiziente Handhabung der Munition. Diese Partikel da immer. Nice, gefällt mir. Och nein, Lost Souls. Muss ich nicht erwähnen, dass ich auf die keinen Bock mehr habe, oder? Wobei die jetzt relativ einzeln waren, von daher relativ einfach waren. Wow, was war das gerade für eine Songtext-Interpretation hier? So, okay, wir stoßen den nächsten Bereich vor, auch wieder mit Lost Souls. Na komm her. Ist das jetzt noch ein oder funkelt da Feuer? Alles Feuer. Okay, gut. Dann geht es jetzt zur anderen Seite. Was? Achso, ich muss ja hiervon mehr benutzen. Davon haben wir derzeit mehr Vorräte. Außerdem kann ich damit besser zielen auf die Entfernung. Alter, durch das Feuer sehe ich die gar nicht. Warum kriegt die davon eigentlich keinen Schaden? Wahrscheinlich, weil die so schon Schaden haben. Also Dachschaden. Keine Secrets, das gefällt mir. Alter, die Feuerbälle sehe ich aber so auch nicht. Ist das mies. Alter. Zum Glück sehe ich die Raketen von dem Revenant, weil die dunkler sind. Wesentlich dunkler, ist quasi schon orange. Alter, aber das mit diesen Kack-Imps geht ja mal gar nicht hier. Ja, er ist tot. Hardcore. Ist der Imp auch tot oder tut er nur so? Da ist noch ein Shotgunner. Gut. Wir wollen mal hier. Oha!
Ja komm, wieso kann ich ihn nicht töten? Ernsthaft? Wollte gerade sagen, also was ist denn hier los? Ausgerechnet den Schengen kann ich nicht töten, Alter. Das wäre ja viel Kacke. Ach ja, da können wir wieder nicht durchschießen, ne? Das Schöne ist, der Schengener kann auch nicht durchschießen. Was? Oh, hat er nicht getroffen? So, eine Verschwendung, Alter. Na komm. Nochmal. Ach ja, komm ich da hoch. So und dann. Alter, leckt mich doch am Arsch. Wow. Fuck. Da unten war schon einer? Oh Mann. Och, ich hab gar nicht gespeichert. Ach, leck mich doch. Oh nein. Oh Mann, geht doch alle Kacken hier mit Pirren. Verkackten Weltanschauung hier. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich hasse diese. Ja. Was man hier alles achten muss, Alter. Vor allem auf was man alles hier gar nicht achten kann. Das ist doch hier mit diesen. Mit diesen Flammen von diesen Kack. Ich kann natürlich nicht zielen, aber die kann natürlich mich anzielen hier. Was ist das behindert? Egal, wie das ist, wie das ist, der Schenker noch schon mal weg. Ach, ist das behindert? Ist das behindert? Na komm. Einmal rauf hier. Noch ein Schengener? Wo denn? Der ist wieder bei mir, wetten? Na, oh, Alter, das gibt's doch mal. Ich hab sowas von. Och, ich hab so. Nö. Ach komm, ist doch gut. Na komm, machen wir. Ich weiß, es macht voll Sinn. Der andere Schengen noch.
ist das behindert. Wo ist der jetzt so? Ach, der ist schon tot. Ah nee. Die weichen da doch relativ wieder aus. Ich versuch die mal mit denen hier abzu. Oh Gott, also noch nicht. Die Firma dankt. Aber erstmal die Munition drum. Und zwar so wie man es richtig macht, von hinten anfangenderweise. Rennen, Digga, rennen. Achso, Digga, darf man nicht mehr sagen. Ach, hier kommt man auch wieder durch. Ach, das ist genau. Ah, komm ich darauf? Gar nicht. Oh. Jetzt, einmal, danke. So, hier gab es ja bloß noch hiervon was. Ja, gut, hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Na egal. Shotgun-Munition gab es hier hinten gar nicht mehr. Ach Gott, ich schon wieder. Was jetzt machen wir hier? Man kann ja echt zum Ende gehen. Lol. Wieder etwas experimentell bestätigt. Gut, also locken wir mal hier die nächste Welle raus. Schaut mal, das kann natürlich doch gut.
Das Schöne ist, hier drinnen könnte ich die Kakodima tatsächlich angreifen, weil hier können sie nicht so gut ausweichen. Dann warte ich mal, bis der eine, der gerade gekommen ist, gekommen ist. Mann, Alter, ich habe immer noch wie dieser Kackpfeiler im Hintergrund, Alter. Wo kann ich bitte die hinstellen, ohne dass ich mich gleich selber umbringe? Oh, hinter mir ist das alles frei. Wow, das war viel zu tief. Ach, komm weg. Nein, was jetzt? Aha. Könnt ihr eure Großmutter erzählen? Oh mein Gott, die kommt zu mir. Warum kommen die her? Oh Gott, die kommen beide. Fuck. Oh. Na ja, kommt ruhig her. Wow. So war das jetzt nicht geplant hier. Meine Fresse, ist so behindert. Ach, scheiße. Jetzt gib ihm. Ja, lass doch durch hier. So, mal gucken, wann die ersten kommen. Eigentlich ist über den Wagen genug Platz. Die Kacke, die man müsste auch durchkommen. Oh, da steht schon wieder einer. Oder wer schießt daneben? Kann natürlich auch sein. Ah, da hinten ist der Kakodime. Boah, Alter. Na komm her. Geht doch. So, dann kommt der Revenant. Wow. Nein. Gibt es hier Leben? Ah, es gibt zumindest Munition. Aber kein Leben. Ah, jetzt kommt. Danke. Ah. Ist ja noch einer.
Da sind noch zwei. Ihr seid doch verrückt. Na komm. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das. Gut. Wo ist das Health Pack? Da hinten. Gut, schon wieder MS-DOS. Okay. Ne, ich bleib mal lieber, wie gesagt, bei der hier. Als primäre Waffe. Bei der Shotgun, also muss noch einer. Und der kommt runter, war doch klar. Na, guck mal. Was? Warum sind die nicht lenkend? Oh Mann, Alter, wie viele sind eigentlich noch? Na komm. Zum Sturm? Ja. Ein Rakete. Ach du Kacke. Danke. Danke. Was war das jetzt gerade? Achso, Shotgun. Ja, Shotgun kann man immer gut gebrauchen, ne? Immer hierher damit. Shotgun, hier ist noch ein bisschen was. Hier, na komm her. Wir könnten eigentlich auch. Oh. Gut, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich erlege erstmal sämtliche Revenants. Danke. Ist hier auch für Shotgun-Munition oder? Nee, ne? Ich erlege erstmal sämtliche Revenants, damit wir deren Schusswaffen, also hier diese Dinger da, benutzen können, um oben aufzuräumen. Weil, wie gesagt, mit dem Raketenwerfer kann ich ja nicht arbeiten, da der Rückschluss davon zu stark ist. Ich hoffe einfach mal, dass diese Revenant-Dinger keinen Rückschluss haben. Wir probieren das am besten erstmal aus. Ja, hat den Rückschluss. Okay. Das ist nice. Gut, dann werde ich nämlich wieder diese Dinger benutzen. Damit wir da aber schön viel Nachlademunition haben, will ich erstmal die ganzen Revenants da. Die ist auch zerlegt, ordnungsgemäß. Der ist auch fachgerecht zerlegt, sehr schön. Cool, cool, dann müssen wir ja kaum noch. Wir kriegen pro diesem Ding kriegen wir 8 Stück. Das heißt, wir haben jetzt schon 48. Das könnte sogar fast reichen. Komm, probieren wir erstmal. Wir probieren erstmal. Das dürfte reichen, Man muss ja nicht gleich übertreiben am Anfang hier, ne? Dann werden wir da mal bis auf die Kacke hauen hier. So. So. Ja, und dann geht das hier ab. Hier geht das dann. Dann wollen wir mal gucken, wer hier den längeren Atem hat. Hey, der hängt in der Luft. So, ja, jetzt überprüfen wir erstmal, ob meine Theorie mit den 8 Stück richtig war. Wir haben 76, das müssen 84 werden. Die sind immer nur 4. Okay, dann haut das Ganze also nicht hin. Dann haben wir jetzt bereits unser Maximum erreicht. Das ist natürlich traurig. Ah Gott, damit. Das ist natürlich richtig traurig. Okay.
Ah gut, dann ist es doch nicht so effizient, wie ich gehofft hatte. Dann werden wir die restlichen also doch lieber wieder mit scharfer Munition hier erledigen. Mit der hier. Vielleicht lieber doch so hier. Weil die Pinkies tun mir erstmal nichts. Aber wenn hier noch irgendwelche Shotgun natürlich kommen, dann wäre das doch ein bisschen blöd. Und die kann ich mit dem Gewehr definitiv besser ausschalten. Hä? Wenn da Shotgunner kommen, ne, dann natürlich, aber irgendwie schon kommen da keine. Die haben ja. Okay. Gut. Dann jetzt Operation Shotgunner. Ich höre doch hier welche. Ach da. Zum Beispiel einer. Opa. Hey, das war's bereits? Okay, das Level hat mich mir doch wesentlich schwieriger in Erinnerung, als es denn tatsächlich jetzt irgendwie ist. Also ist ja schon fast vernüchtert hier. Gut, da hinten kommen noch ein paar Gegner. Komm. Wir haben aber noch ein bisschen an Munition und das sind ja bloß ein paar Imps, soweit ich mich erinnere. Ja, hier ein paar Imps, also komm, das ist ja nur logisch. Die drei Imps waren ja quasi schon vegetarisch, so schonende Kost war das. Also alles mitnehmen hier. Während das nochmal alle Schüler kaputt machen hier. Komm jetzt. Ja, Shotgun ist hier echt. Haben wir noch mal einen Vierer irgendwo rumliegen? Nee, ne? Da, ich sehe einen. Ich habe ihn gesehen. Oder? Ja, doch. Haha. Yay, wir sind gerettet. Munition ist voll. Okay, gut. Alle Waffen nachgeladen. Achso, ja, alle Waffen nachgeladen. Okay, Offensiv, ne, würde ich mal sagen. Wir haben alles. Rüstung war ja hier nirgendwo mehr. Machst du? Nein, kein, in dem Level gibt es keine Rüstung. Und ich habe schon wieder mit dem Flashlight aktiv gespeichert, beendet. Na gut. Bei dem Level brauchen wir hier eigentlich. Ach Gott, ja, jetzt kommt ja dieses neue Level. Oh Gott. Ja. Okay. Wobei, ich glaube, ich kenne. Ich weiß noch, wie wir das letztens gemacht hatten. Da sind wir auf den Zaun raufgesprungen und dann wieder runter. Also ohne über den Zaun zu springen, sondern auf den Zaun rauf und dann aber wieder zurück runter. Gucken wir, wenn wir denn gleich merken. Ne? Also, in dem Sinne. Schau mit V. Hier draußen wird langsam hell. Ganz gut. Ja.